Es ist auch wichtig und das ist auch für uns wichtig und das finde ich auch ganz wichtig, das muss man unbedingt sagen. Das heißt also, früher hat man immer gedacht, okay, wenn ich irgendwas mache, wenn da Blattläuse dran sind, dann müssen die weg. Ja, das große Thema, der Buchsbaumzünster. Der hat jetzt meinen Buchsbaum aufgefressen, jetzt muss er sterben. Ja, man liest ihn ja auch immer ab die ganze Zeit. Aber nein. Ich denke mal, viel wichtiger ist, wir müssen das schaffen, dass der Buchsbaumzünster weiterleben kann, aber der Buchsbaum das überlebt. Dass der Buchsbaum einfach weniger frisst. Ja, das heißt, ich verderbe den Appetit. Ich versuche, den Buchsbaum so zu behandeln, dass der Zünster sagt, das schmeckt. Kann man da auch irgendwo gegenklopfen und Essig kommt raus oder nein? Nee, da gibt es viele verschiedene Sachen. Da kann man zum Beispiel so einen Algenkalk nehmen und damit streuen. Das mag der nicht. Ja? Das ist halt wie wenn ich bei Ihnen jetzt irgendwie aufs Essen ein bisschen Kalk streue, dann knischt das zwischen den Zähnen. Und dann sagen Sie eine schöne Idee, Nelson. Das mögen Sie nicht.